Guten Tag allerseits. Wir sind jetzt beim letzten Refactoring-Beispiel angekommen und hier geht es um Tierlaute. Das ist so ein typisches OOP-Dummy-Beispiel. Ich arbeite jetzt doch schon 15 oder 15, 20 Jahre in Softwareentwicklung und ich musste noch nie so etwas hier modellieren. Natürlich gibt es ähnliche Sachen, aber das sind einfach so Dummy-OOP-Beispiele. Lösen wir es trotzdem mal, weil damit kann man ein Missverständnis schön demonstrieren, das oft Leute in der objektorientierten Programmierung haben. Ich gehe meine Repository hinein, mache nochmal das README auf, hier schön in der gerenderten Ansicht. Dann sehen wir die ganzen Klassen, also habe ich irgendwie Animal, das ist ein abstraktes Tier, und dann habe ich Cow, Dog, Horse, das sind dann konkrete Tiere. Da habe ich einen Zoo, das ist eine Client-Klasse und ja, da werden irgendwelche Tierlaute ausgegeben. Dieses 0815 OOP-Beispiel lasse ich sicher zur Genüge kennen. Also ein Animal hat einen Namen, Property, ein Konstruktor, womit man den Namen setzen kann. Habe ich eine Cow, also die macht gar nichts eigentlich. Dog macht auch nichts, außer den Base-Konstruktor aufzurufen und so weiter. Kennen Sie wahrscheinlich aus dem ersten oder zweiten Lehrjahr. Und jetzt eben hier dieser schlechte Client-Code Zoo. Make noise, animal, animal. Und jetzt wird eben das Dümmste gemacht, was man machen kann. Je nach Typ macht man etwas anderes. Im If-Else oder Switch-Case, wie auch immer. Und das ist hier ein Code-Smell, dieses Instance-Off. Also in Java heißt der Operator Instance-Off, bei .NET ein bisschen komplizierter, weiß nicht, ob es auch einfacher geht. Auf jeden Fall, ich nehme hier so ein Animal und schaue dann, was es für ein Typ ist. Wenn es ein Dog ist, macht halt einen Hundelaut und ein Pferd und Kühe machen eben die andere Laute. Ja, wird dann zurückgegeben. Und wir müssen natürlich, wenn wir jetzt diesen Unsinn hier refactoren wollen, noch einen kleinen Test schreiben. Test make noise, schon vorbereitet. Beschäftige mich jetzt gar nicht lange da mit der Struktur. R.equal. Wir erwarten zum Beispiel says wolf, dog says wolf, animal name. Natürlich ein, jetzt hier hat einen Namen. Jetzt zuerst den Dog erstellen. Woofy nennen wir den. Das beste Dog oder nicht gefunden. Wahrscheinlich muss ich noch zu refactoring.animals hier hineinziehen. Ja, jetzt sollte es gehen. Also haben wir einen Woofy, dann habe ich irgendwie einen Horse. Speichern wir besser ein Animal ab. Uffi Horse, wie das Pferd heißen kann. Mal Teres. Namen groß schreiben. Und dann haben wir noch eine Kuh. Kühe heißen ja immer Heidi. Wenn wir schon ein Klischee-Beispiel haben von der objektorientierten Programmierung, nehmen wir auch Klischee-Namen. So, das wären mal unsere drei Tiere. Den Sonderfall testen wir mal nicht. Jetzt testen wir einfach die Ausgabe von diesem Tier. Was machen wir da? Also, Woofy says Woof. Sollte da rauskommen. Make noise, also wenn hier der Woofy einen Laut von sich gibt. Und dann Therese, den Green oder sowas. Therese, ja, und hier sollte nicht Cow heißen, sondern Heidi. Heidi says Moo. Programmiert am Rand, jetzt sieht man es ein bisschen besser. Also wenn ich das hier diesen Code recht angeschaut habe, sollte eigentlich das hier passieren. Lade mal die Tests neu, ja, das wäre schon geladen gewesen. Ein bisschen Zeit zum Warten, ist auch schön.
Und führen wir mal diesen Test aus. Schauen wir, ob ich mich da vertippt habe. Nein, ich habe es tatsächlich richtig gemacht. Okay, jetzt haben wir den Test und jetzt können wir diese ganze objektorientierte Unordnung hier mal aufräumen. Also, was ist eigentlich die Idee dahinter von Polymorphie? Ich habe ein Animal, ein abstraktes Tier, es kann einen Laut machen. Und ich habe hier konkrete Tiere, Hund, Pferd, Kuh und die machen halt andere Arten von Lauten. Jetzt diese Zooklasse macht das Dümmste, was man machen kann. Es prüft auf den Typ und je nach Typ macht sie etwas anderes. Das ist nicht der Sinn von objektorientierter Programmierung. Die Idee wäre eigentlich hier, dass irgendwo dieses Animal hier so eine Methode hätte, make noise. Schau nochmal in die Aufgabenbeschreibung, ob da irgendwas drinsteht. Also make noise meint auf Zoo. Ja, kann man auf Zoo belassen, aber es wäre dann so eine Delegator-Methode, die halt den Aufruf weiterleitet. Machen wir ein eigenes String make noise. Und dann, oh nein, das ist nur eine public, glaube ich, Virtual-Methode in C#. Ein Abstrakt, da muss die Abstrakt sein. Java ist die Abstrakt, ja. So, also das Animal, ein allgemeines Tier kann ja keinen Laut machen. Aber jetzt gibt es natürlich spezifische Tiere, die können einen Laut machen und hier fehlt jetzt natürlich diese Methode. Ups. Müssen wir dies implementieren. Public String make noise. Die konkrete Implementierung eben hier. Erten, da muss man hier sagen, dass es ein Override ist. Overrides. Und dann kann ich hier bei der Kuh eben diesen String zurückgeben. Und wir verschieben einfach den Code von hier rechts. Sind wir bei der Cow, machen wir einfach das rein. Animal Name nehmen wir einfach this.name. So, jetzt haben wir die Kuh richtig implementiert. Das gleiche beim Hund auch. Public Override String make noise. Und dann nehmen wir eben, der Hund ist das, das hier rüber. Mit this. Jetzt falsch gemacht. Ah, muss innerhalb der Klasse machen. Jetzt stimmt es. Ja, auch schon formatiert. Wunderbar. Und dann jetzt noch das Pferd. Public Override String make noise. Ups. Hier wird mehr automatisch generiert, als mir lieb ist. Schneiden wir das hier raus. So, sollte es ungefähr stimmen und ordentlich aussehen. Und jetzt der Vorteil am Ganzen ist jetzt, dass wir diese Typunterscheidung nicht mehr brauchen. Das ist das Ziel vom Refactoring, wollen ja hier schönen objektorientierten Code schreiben und auch diese Exception fällt dann weg, weil ein Animal muss einen konkreten Typ haben, sonst kann es gar nicht existieren. Punkt, make noise. Dann ist dieser ganze Zoo hier erledigt. Sie haben die Schnittstelle eingehalten. Jetzt bin ich gespannt, ob der Test noch durchläuft. Vielleicht habe ich das falsch kopiert. Dieser Test funktioniert immer noch. Also machen wir nochmal hier ein git diff. Sehen wir jetzt, wir haben einerseits einen Test, die neue abstrakte Methode make noise. Dann die einzelnen Implementierungen hier bei den spezifischen Tieren. Die sind sehr einfach zu lesen. Und dann diesen ganzen Müllcode hier können wir uns dafür sparen. Das Exception Handling können wir uns sparen. Wir definieren auf jedem Typ, was er kann. Und dann müssen wir nicht mehr auf konkrete Typen prüfen. Das ist erweiterbar. Das funktioniert auch noch mit einer neuen Klasse. Ich muss keinen Code ändern. Ich kann neuen Code hinzufügen. So, Refactoring.
Tests habe ich auch angepasst. Refactored Animal Example Proper Polymorphism. So, damit wäre das letzte Refactoring-Beispiel gelöst. So ein Klischee-Beispiel halt. Ich nehme an, Sie kannten das Problem und die Lösung schon. Wenn nicht, haben Sie es spätestens jetzt gelernt. Bin gespannt, ob Sie es mal in der Praxis brauchen. Ansonsten bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. Das wären die Refactoring-Beispiele gewesen. Können gerne in die Kommentare schreiben, wie Sie das finden oder ob Sie noch weitere Erläuterungen dazu brauchen. Bis dann!